Hallo, 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 herzlich willkommen zu Hero Zero, willkommen zum Facegame-Tag, auch bei Hero Zero. Ich habe eigentlich noch einen Part, den ich eigentlich heute, sage ich mal, rendern wollte, bearbeiten, hochladen und die ganze Geschichte, aber der war nicht ganz so interessant, deswegen habe ich jetzt einiges schon gemacht bei den Sondereinsätzen. Ich hatte einen immer auf Vorrat, weil ich an einem Tag mal zwei aufgenommen hatte, aber wir wollen das Ganze jetzt so wie bei Shakes the Fidget so gut wie möglich haben. Ich habe mein Mikrofon weiter nach unten, damit ihr mich auch schön seht. Deswegen werden wir das Ganze jetzt machen, also so ein paar Sachen werde ich, haben wir schon gesehen, beziehungsweise habe ich schon gemacht. Sondereinsätzen sieht man hier, ich habe hier drei schon Fortschritt, hier habe ich ein paar Fortschritte, hier habe ich schon das Ganze beendet. Ich hoffe, das ist akzeptabel, wenn ich das so mache, denn ich möchte wirklich auch live, beziehungsweise einen Tag vorher aufnehmen, wie bei Shakes and Fidget, damit ihr einfach auf dem neuesten Stand seid und seht, ich bin schon Stufe 72. Wie gesagt, einen Tag mehr haben wir jetzt schon auf dem Buckel. Aber ihr bekommt trotzdem täglich euren Part von Heroes. Übrigens, Dankeschön für das ganze Feedback und Dankeschön dafür, dass ihr mich so geil findet. Oh, ich bin voll bärtig, oder? Ich habe mich heute nicht rasiert. Ich bin so bärtig. Wir werden jetzt überspringen. Ganz viel mal wieder. Ich habe heute nichts geschafft. Ich habe ein Mittagsschläfchen gemacht und man sieht, ich bin noch leicht verschlafen. Bin in Shakes and Fidget Part hat man noch krasser gesehen. Ich muss viel überspringen, weil ich habe es, wie schon erwähnt, durch dieses kleine Schläfchen am Nachmittag nicht geschafft, weiterhin mehr zu spielen. Mehr habe ich nicht. Also ich habe nicht mal einmal neu erfrischt, also mehr nicht. Natürlich haben wir auch 140 Energie, soweit ich weiß, oder 120, 140, glaube ich, waren es. Beziehungsweise 340, weil wir ja zwei Trophäen haben, die jeweils immer 20 bringen. Deswegen haben wir 340. Also muss ich ein bisschen mehr spielen. Aber egal, aufs Team darf ich nicht gehen. Wie schon erwähnt, ab zum Booster, ab zum Hellensinn kaufen, einmal draufgewichst, draufgeklickt, wie auch immer. Und Schluss starten wir durch und werden jetzt durchklicken und werden jetzt hier, wie schon erwähnt, die ganze Zeit hin und her hopsen, die ganze Geschichte hier fertig machen. Währenddessen werde ich noch ein paar Sachen ansprechen und zwar zu Facecam. Das erste Mal, dass ich jetzt bei Hero Zero Facecam mache, ich habe es jetzt unten links hingepackt, ich weiß es nicht. Habe noch keinen Rahmen oder so fertig, könnte ich mir noch einen bauen, werde ich auf jeden Fall auch machen. Stufe 73, Hallöchen. Und wir dürfen wieder skillen, beziehungsweise dürfen wir ab jetzt sofort skillen. Denn wir haben genug Gold für den Vollausbau. Wir sollen halt jetzt nur ab und zu etwas reinballern an Münzen, beziehungsweise Gold, wie man es auch nennen möchte. Und jetzt dürfen wir skillen. Ich habe heute schon ein bisschen geskillt und wir werden heute auch ein bisschen mehr skillen, beziehungsweise noch was skillen. Natürlich werde ich wieder was spenden, ist ja logisch, weil Spenden ist, gehört dazu, weil sonst können wir die ganzen Sachen nicht bezahlen. Ich weiß auch gar nicht, wie das von den Preisen, beziehungsweise von dem Geld aussieht, wie viel man ausgeben muss für so einen Kampf. Für diese, es gibt ja diese anderen Sondersachen da. Es gibt so viele Angriffe, so viele andere Sachen wie bei Shakes the Fidget. Muss erstmal durchblicken, was hier alles abgeht. Ihr seht es, oh Gott, ich kann noch so viel spielen. Ich kann noch so viel spielen. Ich wollte doch. Jemand wollte nur etwas überspringen. Jemand hat geschrieben in den Kommentaren: Lars, überspringen höchstens 100 Energie. Das andere ist zu pilzintensiv. Oh Gott. Zu donutintensiv. Aber was soll ich denn machen? Wenn ich es nicht zeitlich schaffe, geht es ja nicht anders. Und das ist das Dilemma. Wenn man zwei Browser-Games spielt, die so zeitlich doch sehr stark sind, kann man es halt nicht anders machen. Entweder so oder gar nicht. Oder ich spiele halt jetzt nur 100 Energie und dann ist fertig. Aber 100 Energie ist auch ein bisschen blöd, weil dann hänge ich halt hart hinterher. Und das Geile ist, hab die Mission gemacht, habe mein ganzes Gi hier angezogen, wie man sieht hier, mein Konditions-Gi. Habt ihr ja letztes Mal oder vor 2 Tagen gesehen, den Part mit dem wunderbaren Freundchen namens D. Ich nenne ihn mal Dr. D. Dr. D war am Start, der Sexperte. Und ich bin dann so und dann bin ich eingepennt und hatte diese Scheiße hier noch an. Natürlich hatte ich danach irgendwie 80, oh nicht 80, aber 30, 40 Angriffe oder so und hat trotzdem noch viel gewonnen. Es war sehr interessant, aber bestimmt auch einiges an Ehre jetzt verloren. Aber ist egal. Wir verlieren gerne Ehre. Ist ja kein Problem, wenn man damit einschläft. Hat man halt Pech gehabt, ne? Ja. So bestraft einen sofort das Leben. Nur weil man ein bisschen einschläft, ein bisschen müde ist. Ah, da kann ich auch ein Liedchen drüber singen. Gleich Stufe 12 ist unser Mops, beziehungsweise nicht unser Mops, sondern Uschi. Uschi Glas, Stufe 12. Glückwunsch dazu, alter Uschi. Kannst du ein bisschen wieder auf die Haut drauf klatschen, du alte Drecksschleuder. So, junge Diebe gewinnen wir natürlich. Greifen diesen Kollegen hier mal an. Gegen den wir natürlich auch gewinnen, ohne Probleme. Ich bitte euch, als ob wir gegen den nicht gewinnen. Also Ralf, was ist das denn für ein Gegner? Also Ralf ist für mich kein Gegner, denn er ist einfach nur instant-tot. Der nächste Kollege ist dieser hier. Der gierige Erwin. Hallo, gieriger Erwin. Ich habe dich auch besiegt. Schwer. Oh, wie ihr seht, Kundigier, beziehungsweise ich sag mal Kundigier. Kondigier ist so richtig gut. Kann ich jedem empfehlen. Man verliert nichts. Gar nichts. Nochmal zu dem Part von vor 2 Tagen, wo ich ja das Team verlassen habe. Das war doch leicht mit ansatzweise Flame, natürlich auch berechtigte Kritik und so weiter, wo ich natürlich auch, sage ich mal, alles in Ordnung finde und gerne auch darüber spreche, über Kritik, die vernünftig geäußert wurde und nicht geschrieben wird. Da Hurensohn das Team verlassen. Wegen dir bin ich nur angefangen mit Hero Zero und sowas alles. Wenn man da halt böse beleidigt, ist halt ein bisschen blöd. Aber vernünftige Kritik ist in Ordnung und ich will auch darüber sprechen heute. Und zwar, viele haben gesagt, Lars, ja, ich habe nur wegen dir angefangen bei Hero Zero und ich habe erwartet, dass du wirklich ein Team machen möchtest, beziehungsweise in dem Team bleibst die ganze Zeit und dass wir dann zusammen spielen können.
So, dazu wollte ich was sagen. Und zwar von vornherein habe ich immer eigentlich gesagt, dass ich doch sehr gerne oben mitspielen möchte. Habe ich auch mal bei Shakes and Fidget gesagt. Und zwar die Parts davor immer. 5, 6 Parts davor, bevor es der Hero Zero kam. Beziehungsweise ich manchmal Hero Zero angesprochen habe bei Shakes and Fidget. Habe ich mir gesagt, ich möchte gerne oben mitspielen. Beziehungsweise eine eigene Gilde will ich eigentlich gar nicht machen. Das habe ich doch gesagt. Beziehungsweise ein eigenes Team. Nicht jetzt nur, nicht weil ich euch ärgern will oder so. Einfach nur, weil erstens ist es übertrieben stressig, sowas zu machen. Und zweitens will ich von dem Spiel, sage ich mal, so viel wie möglich noch sehen, beziehungsweise so viel wie möglich erreichen. Und das geht natürlich mit euch auch. Na klar geht das mit euch auch. Aber dadurch, beziehungsweise wenn das mit euch gehen soll, brauche ich mindestens 2, 3 Wochen Planung und man muss die Leute alle finden, mit denen persönlichen Kontakt treten und so weiter und so ein Team ausmachen. So viel Zeit habe ich nicht, Leute. Ich bin berufstätig, ich arbeite meine 40 Stunden in der Woche. Da schaffe ich es nicht noch, während ich die Let's Plays mache, noch so super geil so ein Team zu leiten bei Hero Zero, Shaxe, Fidget, wie auch immer. Deswegen gehe ich gerne in ein anderes Team, was schon geleitet wird und ich bin halt nur der Mitläufer. Ist einfach so. Ich bin da der Mitläufer und möchte ich auch sein. Ist schon ein bisschen dunkel schon wieder bei mir im Zimmer, aber egal. Und deswegen bin ich jetzt rausgegangen. Ich habe mich, also es war auf jeden Fall mein Fehler. Ich habe mich von vornherein einfach nur mal wieder verlocken lassen und gesagt, da kam wieder jemand an, komm, ich habe das Zuschauer aufgemacht, komm, wir gehen eben schnell rein, hast einen guten Bonus und so weiter, bla bla bla. Und ich bin reingegangen und habe dann mich wieder halt locken lassen, beziehungsweise das war mein Fehler. Es tut mir auch leid, ich entschuldige mich dafür, dass ich dies getan habe, beziehungsweise ich rausgegangen bin. Es wird, das ist scheiße, ich wollte gerade vorschlagen, wir können ja noch ein weiteres, soll ich einen weiteren Server machen und dort dann wirklich community-mäßig unterwegs sein bei Hero Zero, aber das geht nicht, von der Zeit her auch nicht. Bisschen blöd, aber ich überlege mir noch was, damit ich community-mäßig hier ein bisschen mehr auf euch eingehe, denn meine Community ist mir wichtig, ihr seid die Besten und ich liebe euch natürlich dafür, dass ihr so... Oh! Ich habe gesagt, ich liebe euch und bam, habe ich verloren. Na, das ist vielleicht das Ohr rum. Ich hasse euch! Nein, ihr seid die Besten und meine Community ist super geil. Super geil, beziehungsweise. Nice. Gefällt mir, ihr seid richtig gut unterwegs und es gefällt mir. Macht so weiter. Und klar, dass ihr böse seid, ist logisch und kann ich voll akzeptieren. Und deswegen sage ich auch Entschuldigung. Ich hoffe doch mal, ihr könnt mir verzeihen, denn sonst bin ich immer so traurig. Ich gehe mal ein bisschen hier auf Grips hoch, weil ich doch das andere sehr habe. Natürlich nicht gerade so, sondern halt, wenn ich meine Items anziehe. So, was machen wir denn jetzt? Weiter klicken. Entschuldigung. Wie gesagt, Entschuldigung, dass ich die ganze Zeit überspringe, aber es geht halt nicht anders. Und ich mache es vorher, überspringen die ganze Zeit. Und dann, ja, ist auch ein bisschen blöd, ne? Na, egal. Zeige ich alles im Video, wie ich überspringe, wird halt der Part ein bisschen länger. Wurscht, Banane, scheißegal. Da war der Null-Sterne-Koch, der Null-Sterne-Koch. Was für ein Name, ne? Null-Sterne-Koch. Eigentlich will ich ja wirklich immer alles so spielen, auch mit Helden sind übrigens, das ist ziemlich genial. Auch bei Normalspielen kann ich jeden empfehlen. Stufe 13, Oshi, hallo. Wollte ich bis 100 Energie spielen, ganz normal, nicht überspringen, damit, wie gesagt, die Donuts nicht so stark runtergehen und nicht so krass, weniger werden und auch so intensiv und das schaffe ich meistens nie. Das ist ein bisschen blöd und ich muss mir da echt was einfallen lassen, weil so, ihr seht meine Donuts, ich hatte 2000, das sind nicht mehr viele. Wir spielen gerade mal eine Woche oder was und schon die Donuts gleich weg, das 100 Euro pro Woche, das ist natürlich so etwas, ne, also ein paar Donuts schon. Und ich habe ja wirklich, Entschuldigung, ich habe eigentlich schon über 1000 ausgegeben. Die restlichen Donuts habe ich alle durch euch bekommen. Richtig geil, danke schön dafür, dass ihr den Link angeklickt habt und ich hier Stufe 30 geworden seid, habe ich jeweils 10 Donuts bekommen. Und ich habe 300 Donuts schon dadurch bekommen. Richtig geile Kiste und richtig, richtig nice. Dankeschön, Leute. Ihr seid so gut zu mir und ich bin nur böse zu euch. Ich sollte damit aufhören. Ich sollte einfach damit aufhören. So, jetzt können wir, glaube ich, noch zweimal oder noch dreimal. Dreimal noch erneuern. Über 150 Energie noch. 150 Energie können wir doch überspringen. Ach du heilige Scheiße. Egal, wir haben es ja dicke Sitze, ne? YouTube Money for the Win. Hust, 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 hust. Hust, hust, hust. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen, was laberst du für eine Scheiße? Ebenso, wenn wir jetzt gleich hier überspringen die ganze Zeit, gucken wir gleich nochmal, sind wir wieder hier gleich. Stufe 76. Was schaffen wir denn? Stufe 80 schaffen wir, glaube ich, nicht. Nee. Stufe 80 ist krass. Und wenn ich jetzt die ganze Zeit in einer höheren Gilde gewesen wäre, könnte ich sogar schon über Stufe 100 sein. Das ist möglich. Und das wäre sogar drin, aber ich bin ja nicht so der Hardcore-Spieler. Ich bitte euch. Ich und der Hardcore, also ich hau doch niemals Donuts raus. Ich bitte dich. Also hier, also das ist wie 3 Minuten, ein Donut, na klar. Oh, lass, du bist so blöd. Deswegen hoffe ich doch mal, die Gemüter werden sich etwas beruhigen. Und Stufe 76, Hallöchen. Wir können dann das Ganze hier ein bisschen... wieder angehen und weiterhin Spaß haben bei Hero Zero. Und das möchte ich auch nicht. Das möchte ich natürlich nicht. Nein, das möchte ich natürlich, dass ihr Spaß habt bei Hero Zero, genauso wie ich. Und ich habe gerade Spaß, wie ihr vielleicht seht. 11 Minuten. Eine sehr lange. 11 Minuten. Tschüss.
11 Minuten, 2 Minuten. Das ist ganz rumgeklicke, ne? Es wird bestimmt langsam nervig. Entschuldigung. Tut mir leid, dass es so nervig wird. Man könnte eigentlich auch einen Shakes a Fidget-Server spielen, wo man nur überspringt, was auch sehr, sehr krass wäre. Zu mir komme ich gerade bei jeder Mission einen Donut, finde ich cool. Hier noch ein Donut. Donut, Donut, Donut. Und, Donut, Donut, Donut. Spiel kackt ab, verdammt. Oh, schade. Kein Donut, okay. Haben wir eine weitere Heldentat. Und ja, wie gesagt, die Sondereinsätze habe ich gestrigen Part schon aufgenommen, habe nur den auf der Kiste rumliegen, den Part. Nehme ihn aber jetzt nicht, weil ich ja gesagt habe, es kommt heute ein Facecam-Tag. Und deswegen kommt der, ich werde den jetzt auch nicht morgen hochladen, nicht, dass sie dann sehen, oh, morgen bin ich auf einmal Stufe 60 wieder. Nein, die gibt's da nicht. Nein, nein, außer natürlich, ich habe keine andere Möglichkeit. Oh, nochmal, können wir nochmal die Donuts erfrischen. Nein, 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 ja, lass mal wieder. Aber einiges an Gold mal wieder gut gemacht. Wir haben übrigens bald, soweit ich weiß, den Vollausbau fertig. Es fehlen, glaube ich, nur Donuts, weil ich vielleicht ein paar wieder reinspenden. Hab schon über 100 gespendet. Ich bin so großzügig. Obwohl, ich glaube, jeder müsste 125, 175, 200 Donuts spenden, damit das Ganze voll ausgebaut wird. Die zweite schon verloren. Not nice. Nicht gut. Gar nicht gut. Ich muss mich mal umschauen. Vielleicht gibt es ein paar Hero Zero Let's Player, mit denen ich mal zusammen was mache. Ich kenne mich in der Hero Zero Let's Play Szene eigentlich gar nicht aus. Ich weiß gar nicht, ob es da größere Kollegen gibt, mit denen man mal was machen könnte. Muss ich mich mal umschauen. Und werde mich da auch auf jeden Fall mal ein bisschen erkundigen, wer da so am Start ist. Vielleicht kann ich mit dem dann einen wunderschönen Part aufnehmen und zusammen etwas spielen. Wir spielen da zusammen. Ihr seht, das 120 habe ich hier. War das nicht sogar? Oder bekommt man pro Trophäe 10? Uschi ist auch mal wieder im Level aufgestiegen. Stufe 14 ist die schon. Ab welchem Level bekommen die das zweite? Ab Stufe 20 bekommen sie 4 Augen. Deine Grundintuition erhöht sich, beziehungsweise wird um 10% erhöht. 10% mehr ist richtig krass. So. So, ja, beendet. 4 von 4, 4000 Erfahrung, Hallöchen. 5 von 5, 5000 Erfahrung, Hallöchen. Der reiche Stufe und 2 Donuts. Ja, die Donuts, die bringen es doch. Dankeschön dafür, Spiel, für diese Donuts. Die finde ich echt klasse von euch. So, sofort fertig. Gespendet. Bob. Der kleine Geek, der alte Geekboy und schon wieder eine Heldentat fertig. Die ganzen Heldentaten, ne, die sind einfach nur geil. Ich liebe Achievements und so weiter zu sammeln, deswegen ist es einfach nur richtig cool. Und die pushen einen sehr krass. Ich finde es halt in den Sondereinsätzen ein bisschen low von der Erfahrung her. Was bekommen wir jetzt? Wieder 6000 Erfahrung. Guck dir das mal an, wie das da hochgeht. Ach du heilige Scheiße. Richtig geil. Nice. Richtig gut. Können wir jetzt noch ein? Wir können noch einmal, ne? Leute, es tut mir leid, dass ich so viel überspringe. Ab morgen werde ich dann nicht mehr so viel überspringen, weil ich glaube, es ist langweilig, oder? Ich spreche es, glaube ich, jeden Tag, jeden Part von Hero Zero spreche ich es an, ist es langweilig und irgendwie, keine Ahnung, wollte ich es doch sehen. Wie ich die ganze Donuts ausgebe, 1200, das ist sehr donutintensiv, sehr, sehr intensiv, aber anders klappt es ja nicht, ne? Wenn der Lars nur Mittagsschläfchen macht, hat das verdient, muss er das Geld ausgeben. Stufe 78, oh, schaffen wir doch noch. Stufe 80, nee, das wird knapp. Nee, glaube ich nicht. Stufe 80, das wäre zu krass. Wir haben nur noch 57 Energie. Soweit ich weiß, können wir nicht mehr aufladen. Hust, hust, hust. Wir werden uns gleich nochmal nach neues Equipment umschauen, weil wir jetzt ein bisschen Gold ausgeben dürfen. Von daher dürfen wir auch ein bisschen uns was kaufen. Wir werden dann in den Sonneinsätzen etwas rumprobieren und dann mal schauen, was uns da noch so alles vor die Füße läuft. Ich werde dann noch ein paar Nachrichten vorlesen, was ich auch ziemlich cool finde. Weil ihr schreibt mir immer Kommentare bzw. Nachrichten bei Hero Zero. Richtig geile Kiste. Genauso wie auch richtig geil, dass ihr weiterhin meine Videos kommentiert bzw. liked. Ist alles sehr schön und das freut mich doch. Also das Projekt, muss ich sagen, es kommt sehr gut an. Ich hatte wirklich Angst, dass es nicht gut ankommt. Also ich hatte noch mehr Hate und Flame erwartet von vielen, denn Hero Zero und Shakes a Fidget, die mögen sich nicht. Ich verstehe den Sinn da wohl nicht, warum sie es nicht mögen. Aber sie mögen sich einfach nicht. Ich mag beides. Beides ist cool. Und die Shakes a Fidget Leute mag alle so gut wie nicht Hero Zero. Und Hero Zero Leute mag nicht Shakes a Fidget. Warum? Ich habe keine Ahnung. Ich kann es auch nicht beurteilen. Also die reinen Shakes a Fidget Spieler, die nur das spielen und gar nichts von Hero Zero wissen wollen, genau wie andersrum, die hassen sich gegenseitig. Ich kann nicht sagen, warum. Ich verstehe diesen Hass nicht. Warum haben nicht einfach alle nur Spaß und Freude daran? An diesen beiden wunderbaren Spielen. Die sind beide cool, machen beide Spaß. Und man kann auch beides einfach nur gut finden, oder nicht? 79 schaffen wir noch, das ist cool. Wenn wir ein paar Sonneinsätze schaffen, na, das wird 80, wird zu krass. Ja, ne, 80 schaffen wir nicht mehr. Übersprungen. Bumm. Haben nicht mehr viel. Wir haben nicht mehr viel Energie. Ihr habt es gleich geschafft. Und ich gönne mir mal eben noch meinen Red Bull, was ich angefangen habe, schon trinken. Da ist noch etwas. Schleichwerbung. Also Red Bull, wenn ihr das seht, wie ich gerade hier, ne? Ich würde mich auf jeden Fall über eine Sponsorung von Red Bull freuen. Red Bull ist cool.
im Video Red Bull saufen, Lars, du alter Drecksack. Ich nehme ihn noch ein Stück zurück, so. Mit meinem Sexy-Stuhl übersprungen die Kiste. Ich sag sehr oft heute Kiste, Entschuldigung. Du Kiste. Wie war es nochmal mit dem einen Chuck Norris-Witz? Chuck Norris war den ganzen Weltkrieg in einer Kiste, wo drauf stand, nur im Kriegsfall öffnen, irgendwie sowas in der Art. Ich kenne den Witz gerade, ich habe ihn auf dem Handy. Mein Handy liegt gerade irgendwie am Arsch der Welt. Habe ich keinen Bock gerade. Stufe 79 sind wir geworden, sehr gut, sehr gut. Jetzt gehen wir das nochmal. Und gehen dann hier drauf, skillen da, beziehungsweise klicken da drauf. Und greifen dann. Übrigens, weil das Ganze etwas asynchron ist, tut es mir leid. Dass die Cam und das Programm arbeiten irgendwie nicht so gut zusammen. Es tut mir wirklich leid. So, 4 haben wir noch. Das heißt, einer bleibt übrig, ist okay. Wird mir vorgeschlagen, nehme ich doch an. Computer sagt nein, Computer sagt ja. Beziehungsweise ist fertig, das Ding. So, fast 100.000 Münzen bekommen. Können nicht mehr hier was klicken. Sind durch, 1224 Donuts haben wir noch. 41 Nachrichten stehen hier an. Ich lese mal ein paar. Fangen wir mal an mit dem Kollegen hier. Ich finde dich richtig geil. Du machst so gute Videos mit guter Stimmung. Oh, danke schön. Und immer geil drauf. Mach weiter. So, danke schön. Danke, danke, danke schön. Dann haben wir hier Team Dr. Angry. Das ist Team Maulwurf. Jo, Uschiglas. Na klar, Maulwurf. Ich grüße dich. Du bist... Nice. Der alte Maulwurf. Dann haben wir hier noch Account mit A geschrieben. Okay. Könntest du mein... Kakata? Achso, Account? Charakter. Ah, Charakter! Bewerten, ich würde es zu Herzen nehmen. Oh Gott. Rechtschreibung ist okay. Aber, wie schon erwähnt, ich kann das noch nicht. Dafür noch nicht genug Erfahrung. Ich würde sagen, ab Stufe oder ab Part 100 von Hero Zero werde ich anfangen zu bewerten. Ich hoffe doch mal, das Let's Play geht so lang. Ach, ich denke doch mal, wenn es uns weiterhin so Spaß macht. Oder mir geht das Geld aus und ich muss Obdachlosen einblasen, um 2 Euro zu bekommen. Das kann auch sein, um weiterhin Hero Zero, um die Donuts mitzukaufen. Das kann auch vorkommen. Du süßer Schnucki. Hallo Lars, es grüßt dich der Fullinger. Deine Videos sind wunderbar, perfekt um den... Ah, das hatten wir schon. Dankeschön nochmal. Das ist cool. Wir hatten schon fast alle Nachrichten, deswegen könnt ihr mir gerne schreiben. Ich lese ein paar vor, mal 2, 3, genauso wie bei Shakespeare Fidget. Das Ganze passt, hier darf ich nicht rein. Oh, wie hatten das noch? Ich habe heute nicht mal... Ich habe nicht mal einmal die Fernbedienung benutzt. Ich habe lieber alles übersprungen. Boah, bin ich ein Vollidiot. Geld, scheiß drauf, ne? Wir haben zur Dicke sitzen. YouTube Money for the win. So, erstmal wieder die Sachen umziehen, die wir nicht alle haben. Ich habe ein paar Items neu bekommen, habt ihr bestimmt auch nicht gesehen, weil es im letzten Part war alles. Jetzt seht ihr die Items. Und ein Schurke war da, habt ihr letztes Mal auch nicht gesehen. Vor 2 Tagen war ein Schurke da, oder gestern war es, da habe ich die Reitgerte bekommen. Das war ein... Ich habe jetzt gerade nicht Twitter offen, fuck, sonst könnte ich es nachschauen. Warte, kann ich es noch im Twitter aufmachen? Ich mache im Twitter auf, vielleicht finde ich noch den Tweet von mir. Da habe ich nicht reingepostet, wer das war. Moment, Moment, Moment. Hier ist es doch. Hier. Da ist er. Das war der Spaßvogel. Schurkenangriff. Der Spaßvogel. Hab dafür die Reitkette bekommen. Hab so 5 oder so mal. 5, 6, 7, 8 mal angegriffen. War sogar nicht mal Top 100 bei den Angriffen. Das war richtig krass. Und hab dafür dann die Reitkette bekommen. Diese Reitkette des häufigen Anstupsen. Sehr gut. Kann man Leute mit auspeitschen. Like a bitch. Babam. Pschu. Kennt ihr das von. Gibt's nicht sogar eine App von Sheldon Cooper, wo der immer dieses Peitsch-Ding da macht? Pschu. Ich glaube schon. Da gibt's eine Peitsche. Beziehungsweise eine App von. So, dann ziehen wir, die Waffe haben wir drin, dann fehlen uns noch das hier, sie's. Und dann gucken wir uns ein bisschen um im Laden, ob wir was Neues, Tolles finden. Einmal neue Ware bitte, ist ja kostenlos. Oh. Plus 47? Okay. Ist ja nicht schlecht, das verkaufen wir. Die Items, die wir hier noch haben, können weg. Was haben wir hier? Minus 31, da haben wir was Besseres, kann auch weg. Kondition minus 45, tschüss. Plus 16 hier, aber Kondition... Ist das ein Konditions-Item? 100, 127, 205. Wie, ist doch besser wie das hier. So, ein Konditions-Item. Warum habe ich dies denn nicht an? Beziehungsweise dies nicht unter meinen Konditionssachen. Kann ich da nicht rumswitchen? Also. 205, 127, Umhang, Konditionsgear, wie wir wieder verbessert. Sehr schön. Weg damit. Kann auch weg. Brauchen wir auch nicht. Tschüss. So, Uschi ist Stufe 15. Sehr gut. Ich bin Stufe 79. Das finde ich auch sehr nice. Schon mal sehr, sehr schön. Und wir schauen nochmal hier bei Items nach. Am besten brauchen wir Epic. Plus 48. Plus 22. Das ist gut. Reitgerte, tschüss. Ich habe gerade von dir gesprochen. Aber du bist jetzt Geschichte. Alter Schwede. Selten. Richtig geiles Ding. Richtig geiles Ding. Das wäre auch hier Plus. Es gibt nur Plus. Ich habe so viel Level schon wieder zugemacht, dass ich nur Plus bekomme. Aber ich würde eigentlich nur ein etwas bessere Sachen anziehen, beziehungsweise seltene Sachen würde ich dafür... Was haben wir denn hier? Intuition, ein Donut. Plus 35 ist auch nicht schlecht. Ziehen wir mal an. Nicht schlecht, Herr Specht.
Sonst noch etwas. Hier eine Bowlingkugel mit plus 13 Schaden. Richtig geiles Ding schon wieder. Aber wir verlieren richtig. Ja gut, Schaden ist auch geil. Aber das Ding hat so viel Kraft. Und 4 Donuts? Nee. Da hau ich lieber noch 4 Donuts so raus. Oh, plus 11. Wieder mit Kraft drauf. Sehr viel Kraft. Wir verlieren 153. Dann werden natürlich die Werte ein bisschen ausgeglichen. Ah, aber wieder für 4 Donuts? Nee. Plus 50. Das habe ich nie an. Würde ich jetzt hier das und das verlieren? Nee, will ich auch nicht unbedingt. Ich versuche wirklich immer die Werte hier auszugleichen, damit es immer passt. Plus 12 und Kraft. Kraft ist so ein Wert, den ich gar nicht mag. Und ich glaube, der ist auch total kacke hier in dem Game. Schuhe. Plus 10, wieder mit ganz viel plus Kraft. Nee, will ich auch nicht. Noch einmal, dann haben wir hier noch was. Plus 51. Das sieht gut aus. Da kaufen wir. Das nehmen wir mit. Und hier ist sogar noch ein Begleiter mit. Oh, der hat viel Kraft. Viel Kondi drauf. Geile Werte. Aber will ich nicht. Ich habe ja schon eins. Ich habe ja schon die Uschi, die ist hochgewertet. Beziehungsweise schon Level 15. Einmal noch bitte. Noch eine Waffe hier. Nee. Behalten wir, ist okay so. Dann können wir das normalerweise verkaufen. Blop. Wenn ich jetzt irgendwie falsche Sachen kaufe, tut es mir leid. Aber ich bin noch sehr unerfahren. Ich bin ein unerfahrener Mensch. Und wir können jetzt skillen. Mache ich später. Obwohl, wir können ja ein bisschen skillen. Ja, wir können doch ein bisschen skillen. Ich bitte dich, Lars. Wir können skillen. So, ich habe das hier auf 2000. Dann pushe ich mal hier noch ein bisschen. Ich würde sagen, 50.000 spenden wir ungefähr. Die Werte gehen wir hier gleichzeitig mal hoch. So, einmal noch da. Und den Rest werde ich dann reinspenden in das wunderbare Team. Stark Industry, wir unterstützen Iron Man. Nice. Und ab in die Sonnenansätze versuchen noch ein bisschen. Haben das, wie gesagt, fertig. Das. Und was ist der Plan? Beziehungsweise, ja, was ist der Plan? Und dafür gibt es hier Yeti Boy. Und gegen Yeti Boy müssen wir kämpfen. Und Yeti Boy finde ich so cool, dass es, glaube ich, der letzte Boy im Thumbnail wird. Er ist einfach nur geil, oder? Der Yeti, ich habe so viel Crit gerade, ne? Übertrieben, krasse Scheiße. Wir kritten alles tot. Richtig weggekrittet, den alten Drecksack. So. Was ist der Plan? Das Item, was ich bekommen habe, ist nicht ganz so gut. Deswegen nehmen wir das auch nicht. Weiter geht's. Die zweite. Ne, ist das die. Ne, wir haben doch schon eine Maske. Haben wir nicht schon eine Maske? Plus 29, ja, nicht schlecht, Herr Specht. Stufe 80 ist der schon. Eieiei. Wir haben. Ah, der hat krasse Werte. Der hat eigentlich fast die gleichen Werte, bloß halt mehr Kraft. Mehr Kraft hat der Boy. Ja, er ist gestunt. Oh, knappe Kiste. Wissen wir das? Auch schon wieder knappe Kiste. Knappes Ding, meine ich. Den schaffen wir, den schaffen wir. Glaubt daran, Leute. Jawoll. Yes. Dann kommt... Oh. Oh. 82. Oh. Oh, oh, oh. Wir haben jetzt diese Maske hier bekommen. Plus 29. Plop. Können wir anziehen. Nehmen wir auch. Was mir gerade nur so auffällt, jetzt haben wir sehr wenig Konditionen und nicht mal mehr 1000, aber das ist die Superhelden des Einsteckens. Moment, das ist ein anderes Set, ne? Das ist Superhelden des... Ja, es gibt mehrere Sets also. Okay, ja gut, ist klar, dass es mehrere Sets gibt, aber schon wieder ein Helm. Ich will doch ein Set komplett haben. Ein Set brauche ich komplett. Ja. Oh, gleich spielt Bayern übrigens. Es ist schon zu spät. Gleich 21 Uhr. Dann gehen wir nochmal auf den Sonneneinsatz und versuchen nochmal hier den Eintry machen bei dem Kollegen auch. Ist ja kostenlos. Mal schauen, ob der Stromzaunkönig, ob der auch drin ist. Aber, der hat krasse Werte. Oh! Doch, so knapp noch. 56 HP! Willst du mir denn die Eier lutschen? Geh weg. Der will nicht. Richtig knapp. Richtig, richtig knapp. Aber wir versuchen nochmal hier, was ist der... Oh, sind wir ja schon gewesen. Sondern gab es nicht noch was hier, was wir freigeschaltet haben? Genau, alles unter Wasser. Der Boy ist auch Stufe 80. Würde uns kein Update bringen. Ne. Aber versuchen ihn trotzdem mal. Denn ich glaube, der Typ hier ist drin. Okay, ist nicht drin. Wir lassen jetzt dabei, dass wir jetzt nur ein paar Gegner geschafft haben. Aber was, alles unter Wasser ist richtig cool. Also dieser Sonnensatz, glaube ich, gefällt mir am besten, weil der ist richtig geil. Es geht richtig tief nach unten und die Grafik finde ich einfach nur cool. Da war es das von Hero Zero. Wenn es euch gefallen hat, dann das Däumchen nach oben. Facecam-Tag, wie ist das? Wollt ihr mehr davon? Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Ich bin der Lars. Übrigens, bei South Park gibt es keinen Facecam, weil es vorproduziert ist. Deswegen kann ich es nicht machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wie gesagt, darüber, wenn ihr es bewertet. Bis zum nächsten Mal, haust rein und tschüss, denn ihr seid die Besten und doch sehr nice.